mich doch, womit wir hier die Wache zerlegen können. So, dann rede ich mal mit dir. Was machst du hier unten, wenn ich fragen darf? Was machst du denn hier? Nun, ich muss den Gefangenen da hinten bewachen, bis er von meinen Männern abgeholt wird. Was hat der Mann getan? Das darf ich dir leider nicht erzählen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ja. Ich bin gekommen, um den Gefangenen zu befreien. Um den Gefangenen zu befreien? Du machst Witze. Haben sie dir irgendwas über mich erzählt? Ich bin der stärkste, tüchtigste und tödlichste Soldat der ganzen venezianischen Stadtgarde. Du siehst mir zwar kampferprobt aus, aber das wird dir auch nicht helfen. Ha! Ich werde deine Herausforderung dennoch annehmen. Komm her! Aha. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch das Schwert. Oh, ich höre gar keine Treffer bei dem, aber das ist ja auch egal. Muss ja nicht unbedingt. Dafür blockt er ganz gut. Und damit habe ich ihn zwar jetzt umgeworfen, aber Moment. Ups. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte es nicht so peinlich aussehen lassen, dass, als ob ich dich hier irgendwie... Naja. Also er kann schon mal besser blocken als viele seiner... als viele andere Gegner, aber... Schlüssel der Gefängnistür, innere Katakomben. Panzerplatten. Plattenpanzer, so rum. Ja. Leider habe ich den schon. Aber, oder auch vielleicht nicht leider, das ist ja eigentlich ziemlich egal. So, befreien wir mal den Gefangenen. Oh, wow, wow. Was haben wir denn hier Schönes? Das kenne ich ja noch gar nicht. Schön nicht. So. Keiler muss dich geschickt haben. Also liebt er mich doch. Bist du sein Sohn oder so etwas? Sein Sohn? Nein. Nun, er würde es wohl nicht mögen, wenn ich dir die Details verrate. Ich werde ihm bis ans Ende aller Tage dankbar sein. Ha, gay. Das ist natürlich jetzt klasse. Okay. Oh, alles klar. Ich meine. Ja. Naja. Auch Gangsterbosse sind mal schwul, das kommt auch vor. Von daher. Naja. Okay. Alles klar. Gut. Was wir jetzt noch erfüllen könnten, wäre. Oh, da unten. Sind das noch Assassinen? Ist ja unglaublich, das sind ja echt noch Assassinen. Hey, Jungs. Hey. Wollt ihr ein bisschen spielen kommen? Ha. Oh, schade. Als Spielgefährten geben die nicht unbedingt sehr viel her. Wirklich schade. Okay. Knacken wir das Ganze mal hier. Grün. Gelb. Grün. Blau. Blau. Rot. Grün, gelb, grün, blau, blau, rot. Yay, schön. Sehr schön. Sonderlich viel war da jetzt auch nicht drin, aber... Nun ja. Das sieht mir aus wie eine Tür hinter einem Steinblock. Irgendwas müssen sie ja bewacht haben. Gelb. Blau. Grün. Blau. Blau. Rot. Gelb, grün. Nein, gelb, blau, grün war das doch, oder? Ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, das wäre nur ein Schloss. Naja.
Gelb, blau, grün, blau, blau, rot. Das war's. Gelb, blau, grün, blau, blau, rot. Naja, hin und wieder mache auch ich Fehler. Nun gut. Irgendwie was zu sehen ist hier nicht. Schade. Naja. Dann war hier noch ein... Das ist nur eine Ausbuchtung. Dann war hier ein Durchgang, der uns irgendwo hinführen sollte. Dann nochmal den zweiten hier weghauen. Ist ja nicht allzu schwer. Und dann haben wir hier noch Dämmerginster. Mehrere. Drei oder vier Stück. Oh, was ist denn das Blaue hier? Sieht aber nicht unbedingt gut aus. Überall ist hier das Blaue. Auf dem Stein, hier. Oh, irgendwas mies Großes sollte hier, glaube ich, drin sein. Noch eine? Die habe ich doch schon mal besiegt. Und die Höhle ist auch noch gleich aufgebaut. Wenn es unbedingt sein muss. Wenn es unbedingt sein muss, dann mach ich das Vieh auch nochmal fertig. Naja. Vielleicht kriege ich da dann auch dafür noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, extra Zahlungen, wie auch immer. So, Leute. Hallo, lieber Brackläufer. Wie wäre es, wenn ihr mich mal besuchen kommt? Das wäre doch zu freundlich. Ah. Okay. Da habe ich mir anscheinend eine richtig starke Waffe gekrallt von den Wachen. So, da oben haben wir noch einen. Der war ja auch in der letzten Höhle hier noch. Leiche, da ist eine Leiche, denke ich zumindest. Oh ja, da ist eine Leiche, aber das ist kein Skelett, was ich irgendwie verwenden kann. Oh, Moment, so. Brackläufer kommen jetzt schon wieder. Und mit zwei Angriffsserien wäre das wohl fast schon abgehandelt. Jetzt kann ich theoretisch sogar noch auf andere Waffen zurückgreifen. Okay. Moment. Eine Sekunde. Hasta la vista. Wir sehen uns irgendwann im Reich der Toten. Und du siehst deine Schwester wieder. Auch eine tolle Sache. Brackläuferkönigin der Innenstadt. Was haben wir hier? Leuchtkörper der Brackläuferkönigin. Aber das ist mal ein anderes als vorher. Ach so, ich sollte ja vielleicht mal ein wenig... Moment. Ich habe ja mittlerweile genug Lebenstränke. Von daher ist das jetzt auch nicht so wild, wenn ich die trinke. Was ist denn da? Ist der Ausgang, genau. Okay. Schön. Hätten wir das dann auch geklärt. Jetzt müssen wir nur gucken. Nach links ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, ich weiter nach rechts. Obwohl in der Kammer mit dem Gefangenen eigentlich auch noch das war ein Gang oder sowas. Ach Gott,
Ein Schloss, okay. Rot, gelb, grün, blau. Okay, dann muss ich jetzt gucken, dass der Kerl mich nicht direkt fertig macht, wenn ich da fertig bin. Hey! Das ist ja total mies. Was soll denn das? So. Unglaublich. Macht er mich also kalt hier? Das gibt's ja nicht. Unglaublich. Unglaublich. Achso, Moment. Die Karten kann ich ja auch noch aufheben. Hier ist nur eine Holzbank. Ach, ich bin sogar in die richtig falsche Richtung gelaufen. Weil hier hinten war ja noch was. Eigentlich theoretisch irgendwie so halb oder auch nicht. Nee, das hat... da ist kein Ausgang zu sehen oder kein Gang. Das ist einfach nur eine Ausbuchtung oben, wo ich nicht rein kann. So. Muss ich eigentlich hier raus und dann... Ne, Moment, halt. Ich muss hier lang. Und da ist dann die einzige Möglichkeit, wo es dann noch weitergeht mit der Karte hier. Hey, Brackläufer. Wir sehen uns im nächsten Leben, Brackläufer. Upsala. So, da bin ich, glaube ich, reingekommen. Dann marschieren wir mal in die andere Richtung. Denn irgendwo muss es hier ja auch noch interessante Sachen geben, oder? Und da hinten ist auch noch eine Tür. Okay, mit welcher Waffe könnte ich noch angreifen? Das Schwert ist noch stark. Ob die dagegen eine Chance hätten. So, mal sehen, wie es mit Lebensanzeige aussieht. Schnell, effektiv und vor allem sicher. Weil ich kann nicht verletzt werden. Was haben wir hinten noch? Juwelen, okay. Mal sehen, was wir hier drin haben. Hier müsst ihr auch noch, was drin sein? Rot. Rot. Grün. Blau. Alles klar. Dann haben wir da noch ein bisschen Gold bekommen. Und mal sehen, was hier hinten ist. Sieht ja nach einem Ausgang aus. Inneren Bezirk. Mal sehen, wo ich rauskomme. Mann, Mann, Mann. Wo bin ich denn hier? Das ist, sieht ja aus wie ein Gullideckel, genau. Ich bin in irgendeinem Hinterhof, in einem Bereich, den man normalerweise nicht erreichen kann. Verdammt. Und ich kann noch nicht mal irgendwas machen. Nun gut. Dann will ich nochmal kurz auf die Karte sehen. Wow, hier gibt es wirklich nicht viel, was man hier entdecken könnte. Hier ist einfach alles irgendwie sehr linear. Das, naja. Wenn es so ist, dann ist es so. Kann ich auch nichts für. Ich hab's ja nicht entworfen. Gut, dann einmal raus. Und jetzt... was machen wir jetzt? Achso, wir gehen hoch zu unserem Kollegen und erzählen ihm von der Befreiung. Es ist nur die Frage, wie ich am besten hochkomme. Ich denke mal wieder durch das Haus, wo ich sonst auch die ganze Zeit durchgehe.
Die Leute fragen sich,